Und damit nochmal hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Lumberjacks Dynasty. Ja, ich stehe immer noch fleißig rum. Wir haben jetzt gerade in der letzten Folge diese Baumstämme hier reingeschmissen und haben dann auch einen Cut gemacht, weil wir waren bei einer Stunde circa. Und haben auch noch viele andere Dinge gemacht. Zum einen haben wir das Häuschen hier schick gemacht. Ja, mit Brettern, ganz schick. Alles schick. Oben die Decke haben wir schick gemacht. Da drüben die Decke haben wir schick gemacht. Wir haben noch ein bisschen da vorne bei unseren Häuschen rumgearbeitet. Sind sogar schon einmal zum Shop gefahren und haben hier Bretter weggebracht. Ja. Also wir haben einiges getan. Ich habe jetzt gerade mal überlegt. Ah nee, geht ja gar nicht. Ich habe jetzt gerade überlegt, so einfach mit dem Teil hier, mit der Britschenwagen, die Teile einfach einzusammeln. Also den hier, die ja so rausschlüpfen. Allerdings funktioniert das Ganze ja gar nicht, weil die müssen ja getrocknet werden. Ja. Sonst wird das nichts. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal Hand anlegen und die Teile hier reinkutschieren. Ich wollte gerade sagen, die twickern gar nicht hier. Was ist denn das? Wie ich die hier unten reingemacht? Bisschen höher vielleicht. Oh ja, das klappt. Sehr gut. So, die anderen Baumstämme, die sind ja direkt auch schon unterwegs zum Werk, werden verarbeitet. Ohne Ende. Und hier kann man die Bretter dann auch trocknen lassen. Ich fahre einmal jetzt hier mal drumherum. Sonst doof. Bisschen höher vielleicht. So. Sonst kriege ich den da nicht reingeparkt. Okay. So. Machen wir die Teile eben wieder voll. Und dann haben wir das auch wieder weg. So, Hauptsache die liegen jetzt drin. Ob die jetzt krumm und schief drin liegen, ist völlig irrelevant. Hauptsache die werden getrocknet. Ein Bretthaufen nach dem anderen schieben wir da rein. Okay, dann hier mal das ganz nach oben. Ah, ich muss ein bisschen anders fahren. Sonst habe ich da keinen Platz für den anderen. So ist das, glaube ich, schon besser. Da hinten kommen die Stämme hoch. Man sieht es vielleicht. Da. Schwupp. Schön zur Verarbeitung. Und da kommt auch noch eins durch. Durchs Fenster. Zu sehen, meine ich. Sehr nice. Da sieht man, den Ablauf sieht man ja doch schon ein bisschen wenigstens. Ich hätte mir gewünscht, dass man da mehr sieht. Wie die jetzt letztendlich zu Brettern verarbeitet werden zum Beispiel oder so. Aber das sieht man leider nicht. Oh, ich müsste mal Enter drücken. Aber naja. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Das kann man verzeihen. So, dann kommt das gute Stück hier rein. Das müsste jetzt hier Birke sein, ne? Diesen Weiß. Letztendlich, wenn man die benutzt zum Erneuern der ganzen Dinge hier oder sowas, sind die auch braun. Also das ändert nichts. Man kann die jetzt nicht, die Häuser damit nicht weiß bekommen oder so. Letztendlich wirkt sich das nur aus, was
was Geld angeht, also wenn du die verkaufst, die Bretter, das sind wohl die unterschiedlichen Baumarten mehr wert. Also die haben einen anderen Wert halt. Oh nee, das muss ich. Da muss ich nochmal rein. So, hier, so. Ja, das sieht schon besser aus. Da haben wir auch viel mehr Platz. Für das andere Teil. So. Schön, wie das alles so funktioniert. Ich bin froh, dass wir jetzt den Pritschenwagen haben. Da können wir wenigstens das ganze Zeug auch mal verkaufen. Das ging vorher ja nicht. Weil uns der Pritschenwagen auch gefehlt hat, den mussten wir uns erst kaufen. Mühsam haben wir uns den zusammen gekauft. So, jetzt muss ich mal gucken. Ist hier hinten noch Platz oder kann ich mir das sparen, dahin zu fahren? Ja, hier hinten ist noch Platz. Einer ist noch hier unten. Das sieht gut aus. Dann machen wir das mal da hinten noch rein. Und dann ist die Reihe auch schon wieder voll. Und die Bretter können eben auch trocknen. So, schwapp. Und dann knallen wir den jetzt hier auch noch mal mit rein. Bisschen höher vielleicht, so. Sehr gut. Ja, dann ist das Teil hier voll. Die können schön trocknen. Aber hier haben wir auf der anderen Seite haben wir mit Sicherheit auch noch Platz. Gehe ich ganz stark von aus. Oder wir waren echt so fleißig und haben die auch schon weggemacht. Also voll gemacht. Aber ich glaube, wir haben ja einiges abgeholt zum Wegfahren. Ja, genau. Konnte ich mir doch fast denken. Kriegen wir den oben direkt schon rein? Oder müssen wir erst unten befüllen? Ja, oben können wir auch direkt reinstellen. Sehr gut. So. Es guckt jetzt ein bisschen raus. Aber soll egal sein. Müsste sonst trotzdem reichen. Und nochmal weiße Bretter. Dann haben wir das zumindest auch mal erledigt, hier die Dinger wieder gefüllt, dass sie trocknen können und wir die dann später auch wieder verkaufen können. Boah, das gefällt mir jetzt echt nicht hier. Oh, jetzt ist es besser. Komplett rausgucken müssen die jetzt auch nicht. So. Schwupp, das spawnen sie einfach, die Dinger. Okay. Den Gabelstapler müssen wir... Doch, die müssen wir auch tanken. Ich wollte gerade sagen, hä? Mussten wir den nicht auch mal schon mal tanken oder so? Guck mal, die sind echt alle leer hier, die Teile. Faszinierend.
War doch schon ordentlich weggefahren. Dreimal oder viermal sind wir gerade mal gefahren, ne? Und 6 Stück passen immer drauf. So. Dann hier. Ja, bleibt ja nichts anderes über. Muss ja gemacht werden. Ich denke mir halt auch so, ne, für euch so total langweilig und so. Kann ich nur irgendwie immer ein bisschen was quatschen und tun, weil das hilft ja doch dann oft schon, aber generell versuche ich ja immer schon ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber sowas bleibt halt auch nicht über, ne? Also man muss es eben machen. Das gehört dazu. Ist halt so. So, das Ding mal ein bisschen höher machen und dann hier mal rein damit. Vielleicht noch ein bisschen schieben. Ich gar nicht so weggeschoben. Kann ich auch nicht mehr rausholen. Man muss die oberen zuerst rausnehmen, dann ist es egal. Dann soll es so sein. So. Schwupp. Die nächsten Bretter. Ich weiß gar nicht, wie viele Bretter da jetzt noch rauskommen hier. Boah, die sind echt alle leer. Ist ja unfassbar. Wird doch schon so viel weggemacht? Verbraucht? Was? Hätte ich echt nicht gedacht gerade. Aber da haben wir ja wieder Vorrat für später. Das ist gut. Ist halt mit Arbeit verbunden. So, da kommt da unten noch 2 hin. Boah, Birke war eben bei der vorletzten Aufnahme, hatten wir die vielleicht oder so. Das heißt, es ist noch nicht mal richtig hinterher hier, das Zeug. Wenn jetzt erstmal Birke kommt, weil die hatten wir jetzt letzte Aufnahme nicht. Das sind also noch nicht diese Stämme, die wir letzte Aufnahme gemacht haben. Also die jetzt gerade hier verarbeitet wurden. Das heißt, hier wird noch einiges drin liegen. So. Ein bisschen höher, aber nicht so hoch. Sonst kriege ich den da nicht reingestopft. Und das Ding ist auch leer da hinten. Ist ja unfassbar. Es ist ja wohl unglaublich. Aber ich glaube, die Holzbretter geben natürlich mehr als diese Fresspappendinger da hinten. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Wir müssen mal auf dem Holzmarkt gucken. Wie ist denn das? Können wir die denn nutzen, um zum Beispiel damit den Boden zu machen? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Müssen wir gleich mal schauen. Sind die nicht für Böden und so? Aber dann nimmt man auch nochmal die Bretter, ne? Was noch gut Geld bringt, sind tatsächlich die Späne, die man hier noch rausbekommt. Die muss man aber separat, glaube ich, irgendwie umstellen, oder? War das? Oder kamen die automatisch, diese blöden Holzspäne? Bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall kann man da Späne auch holen. Aus dem Ding hier oben.
Weil die müssen automatisch kommen, weil es bleibt ja immer irgendwas über. Wenn das ja aus Brettern, aus den Stämmen Brettern gemacht wird, hat man ja auch schon Abschnitt, der dann zu Holzspänen verarbeitet wird. Und das können wir dann auch sammeln, mitnehmen und verkaufen. Das geht schon. So, eins noch, dann sind wir hier durch. Dann haben wir ja jetzt auch schon wieder 15 Minuten damit zugebracht, die Teile hier zu befüllen. Ja, unglaublich. Unglaublich, unglaublich. So. Aber es macht halt immer noch Spaß, dieses Spiel. Es ist unfassbar. Man hat halt auch übel noch viel zu tun. Zwar jetzt storyline-technisch überhaupt gar nicht mehr so wirklich. Das Einzige ist eben das Auslösen des Sägewerks selbst und so. Aber ansonsten hat man ja doch immer irgendwas zu tun. Guck mal, wie matschig das Ding aussieht. Alter, das ist komplett zugematscht. Okay, wir haben jetzt allerdings nur kein Auto mehr für dieses Ding. Oh Mist, habe ich den Trecker echt auf? Ich glaube ja, ne? Kann ich das Teil ja gar nicht mehr benutzen hier. Oder kriege ich den an den Britschenwagen angebracht? Ne, ich glaube nicht. Ne, der hat sowas gar nicht. Guck mal. Ach, shit. Und der, den kann ich, glaube ich, der ist fest verankert. Den kann ich gar nicht lösen. Ne. Der ist fest dran. Habe ich echt meinen Traktor verkauft? Alte Maschine, alter Holztransporter. Ich habe echt meinen blöden Traktor verkauft. Das war ziemlich dumm. Weil jetzt kommen natürlich die Sägespäne. Alte Maschine, alter Traktor. Oh ne, da steht ja hier noch. Oh, ein Traum. Das Ding habe ich verkauft da. Stimmt. Gut. Ich wollte schon sagen. Dann fahren wir den eben mal schnell zurück. Stimmt, wir haben ja nur den Holztransporter verkauft. Stimmt. Du bist wirklich, wirklich hungrig. Wie wohl diese Blätter schmecken. Kann ich jetzt hier essen eben schnell? Nein, weil ich auf den Dings setze. Gut, aber ich kann ja jetzt eben mal schnell hier zurückfahren. Dann werden wir was essen. Ja, neues Waldgebiet kann ich mir jetzt auch nicht wirklich kaufen, weil ich habe jetzt nicht mehr wirklich viel Geld. Wir haben ja ein bisschen was ausgegeben für die Dächer. Um die Dächer zu dekorieren. Oder zu erneuern, besser gesagt. Und ja, jetzt bleibt ja auch nicht mehr viel über, ne? Wir haben jetzt 1390. Das ist verdammt viel Geld. Schäbig. Einfach schäbig, dass wir so pleite sind. Wir haben jetzt zwar schöne Dächer, aber sind pleite. Dann können wir dem nächsten Kit aus dem Fenster fressen. Ja, ja. Weil nichts mehr mit Würstchen und so. Und Hundi kriegt dann auch nichts mehr. Das hat sich erledigt. Ja. Nichts mehr da ist, ist nichts mehr da. So. So. Dann gucken wir mal, können wir das dann befüllen? Mit Sägespäne? Und werden die dann einfach mal gucken, ob wir die verkauft bekommen. Ja, da hinzufahren wird allerdings ein bisschen dauern mit dem kleinen Dingstraktor hier. Aber hey. Nein. Aussteigen, ankoppeln. Ja, und dann mal schauen. Dass wir das jetzt befüllt bekommen oder so. Da müsste ja einiges drin sein, oder? So, Silo für Holzspäne. Ist der jetzt voll? Ist der jetzt wirklich schon voll? Sieht gar nicht voll aus. Oder sind einfach gar keine Holzspäne da?
Bin mir nicht sicher. Oh, 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 oh. Entschuldigung. Gut, dann würde ich sagen, dann fahren wir das eben mal weg. Wird jetzt ein bisschen dauern. So, dann fahren wir einmal hier rum. Das wird jetzt wirklich ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen sind. Ach so, ja, ich wollte ja was essen. Moment eben. Baumrinde sieht sehr lecker aus. Ja, gehen wir nicht auf den Sack, dann ist doch deine komische Grillwurst hier. Mann. So, 78 Schlaf, das reicht noch bis zum Abend. Da können wir auch am Abend erst schlafen gehen. Nicht eher. Ach schön, was wir schon draus gemacht haben, ist echt schon schön geworden. Das mit dem Anstrich, das muss noch gemacht werden. Das wäre echt schön, wenn wir das hinbekommen. Aber aktuell... Ja, aktuell können wir es leider noch nicht. Ja, uns fehlt noch irgendwas, um das freizuschalten. Aber was das ist, ist es mir ein Rätsel. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bücher auf jeden Fall nicht. Bücher haben wir alle gekauft, soweit ich weiß. Waren schon in jedem Geschäft und haben da immer alle Bücher weggekauft. Für Skills und so. Das muss irgendwas mit einer Hauptstory zu tun haben. Beziehungsweise irgendwas, Nebenquest vielleicht oder so, muss er dann erfüllt haben. Aber da gab es jetzt auch nichts Besonderes mehr. So, gut. Hier hatten wir auch schon mal Rasen gemäht, seht ihr das? Das ist schon ewig her. Also wie gesagt, der Rasen wächst da leider überhaupt gar nicht mehr nach. Ja, was natürlich auch echt schade ist. Weil sonst hätte man jetzt öfters mal eine Rasenquest annehmen können, aber dann wird es jetzt hier mit Sicherheit auch keine mehr geben dann. Was willst du da wegmachen? Ist ja nichts mehr da. Also da ist nicht mehr viel. Weil es gibt mal Golli jetzt hier und Dingens. Aber der ist doch niemals voll. Der sieht noch so leer aus, das Ding. Kann mir nicht vorstellen, dass das voll sein soll. Oder es ist wirklich voll und es ist halt bloß so. Ja, es sieht halt nur ein bisschen leer aus. Und das waren wirklich nicht genügend von diesen Sägespänen da. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Weil wir haben jetzt schon ordentlich Holz verballert. Da müsste eigentlich ordentlich an Sägespäne da sein, aber ja, weiß ich nicht. Müssen wir gucken, werden wir sehen. Ja, aber das Hinfahren und zurückfahren, das kannst du hier nicht ständig machen. Da brauchst du ja eine halbe Stunde, um anzukommen an diesem blöden Berg hier. Das ist ja fürchterlich. Nummer 1, Staröl. Ja, da kriegen wir zumindest Staröl her. Das ist ja auch schön. Wenn sie was haben, dann haben sie Staröl. Und Grünflächen. Die Autos immer anhalten. Verstehe ich nicht. Ist mir ein Rätsel. Hauptsache fette Bushaltestellen überall aufgebaut, aber kein einziger Bus zu sehen. Nie. Bis auf den einzigen Bus, den wir, der es mal gab, das war, da saßen wir drinnen ganz am Anfang des Spiels. Da kamen wir tatsächlich mit dem Bus an. Das war auch der einzige, der hier zu sehen war. Ansonsten gibt es hier keine Busse. Weil hier will auch kein Mensch hin. Das müsste ein Silo sein hier, oder? Warte mal, dann können wir das hier vielleicht auch...
Abkoppeln. Nee, das funktioniert auch nicht hier. Anhänger heben. Ah, doch, bringt Geld. Guck mal. Aber eben nicht viel. Nee, ich glaube nicht, dass der voll war. Hat zwar Geld gebracht, aber wirklich nicht viel. Das war sehr, sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig Patte. Hat sich gar nicht gelohnt. Überhaupt nicht. 500 oder so haben wir jetzt gekriegt, wenn überhaupt. Ne, nicht mal 500, 400 oder so. 1300 hatten wir. 1769 haben wir ja. Das ist ja gar nichts. Ich vermute mal, da war keine Sägespäne mehr drin. Das müssten wir umändern, glaube ich. Müssten wir auf Sägespäne schalten. Kannst du aber leider nur noch die Baumstämme, wenn die abgerindet sind, kannst du nur noch die Baumstämme verkaufen und die geben leider gar nicht so viel, als wenn sie wirklich zu Brettern verarbeitet wurden. Bretter bringen dann auf jeden Fall mehr. Ist schon fast gar nicht lohnen jetzt, da die Zeit aufzunehmen, hier diese Sägespäne hier hinzufahren. Überlegt man, wie lange wir jetzt gebraucht haben, um hier hinzufahren. Dem Pfeil. Und dann heißt es auch nochmal zurückfahren mit dem Klack, mit dem Kacktraktor hier. Also man kann ja drüber reden, wenn man einen viel größeren Anhänger hat und einen viel besseren Traktor, der jetzt auch seine 50, 60 fährt, dann ist das kein Problem. Aber mit den 10 km/h oder 15 km/h hier rumzutuckeln, boah, Hauptsache ich kann ja ein Tempomat anschalten bei dem alten Ding. Ach, schön. Hauptsache Tempomat. Oh, Tempomat haben wir angemacht. Sehr schön, brauche ich nicht mehr machen. Ein Traum. Guck mal, da fährt er schneller, wenn du mit Tempomat an hast hier. Guck mal. 23, ganze 23. Sogar am Berg runter 23. Bergauf und Berg runter. Schön. Ist doch toll. Dann müssen wir irgendwann mal gucken, mal nächste Folge, mal schauen, ob wir irgendeine Quest machen können. Dafür muss das Wetter allerdings gut sein. Beim Regenwetter sind die ganzen NPCs nämlich drin. Die kommen da kein Stück raus. Wir haben das in irgendeiner Folge gehabt, wo ich dann ewig bei dieser Lisa da hinten rumstand, oder wie die hieß. Wegen dieser Blumenquest. Oder, nicht Blumen. Das war Pilze, glaube ich, oder so, weil die ja. Und die kamen den ganzen Tag nicht raus, auch am nächsten Tag nicht. Ja, und ich habe mich da hingestellt und habe gewartet, auch außerhalb der Folge und so. Kein Stückchen. Also wenn es regnet oder so, kannst du das vergessen. Die bleiben alle drin im Haus. Die kommen kein Stückchen raus. Die arbeiten da auch nicht. Keine Ahnung warum. Ja, was willst du bei dem nassen Regenwetter auch machen? Also Rasenmähen ist nicht so geil bei dem Wetter. Das soll man ja auch nicht machen. Ja, weiß ich gerade auch nicht. So, wir sind zumindest jetzt schon wieder da. 3 Stunden später. Die Folge ist auch schon wieder rum. Halbe Stunde länger mache ich die jetzt aber auch nicht. Das ist blöd sonst. So. Können wir dann später auch wegfahren, glaube ich. Mache ich allerdings nicht jetzt. Wollte jetzt nur noch mal gucken. Wir müssten das, wenn wir dieses Teil, wenn wir diese Rohstoffe haben wollen hier. Schneidet, entrindet. Was Bretterproduktion? Schneidet, entrindete Stämme in Bretter. Lagert Holzspäne in einem separaten Silo. Vollständig funktionsfähig. Okay. Lager für Rundholz. Nachdem die Stämme entrindet wurden, können sie direkt verkauft werden, anstatt vorher in Bretter gesägt zu werden. Warten auf den Einsatz. Ah, oh, guck mal, da siehst du sogar noch, wie viel da drin sind jetzt. Das ist gar nicht mehr viel. Das sind nur noch 4 Stück.
Okay. Aber ist jetzt hier noch irgendwas drin in dem... Wir können das ja mal ausprobieren. Moment, das würde mich jetzt interessieren. Sind da noch Späne drin? Aber dann füllt ja den wirklich nicht viel auf. Also dann lohnt sich das echt nicht, dahin zu fahren mit dem kleinen Anhänger. Aber wenn ich das jetzt mache, müssen wir ja immer noch mal hinfahren. Nee, hier ist gar nichts mehr drin. In dem blöden Kacksilo. Abkoppeln, aussteigen, nö. Da ist nichts mehr drin in dem Silo. Das hat sich erledigt. Das ist ja auch lustig, wa? Was wir jetzt auf jeden Fall noch eben schnell machen. Nee, das machen wir in der nächsten Folge. Da werde ich die Teile mal einsammeln und werde die auf die Pritschenwagen packen. Und die werden wir dann mal verkaufen. Weil ich kann die nämlich so gar nicht nutzen. Also hier so drücken und damit bearbeiten, das geht gar nicht. Wie irgendwas konnte ich das machen. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, irgendwo stand das doch bei Spielinformationen oder so. Spanplattenproduktion. Das sind die Spanplatten, genau. Aber Spanplatten weiß ich eben nicht. 250.000 müssen wir zahlen. Gewächshaus sind 11 gepflanzt. 0 bereit zur Ernte. 0. Tomatensetzlinge 0. Das müssen wir auch mal machen. Waldgebiet im Besitz sind 5. Kapitel 2 Geschäftspartner. Du hast jetzt eine einmalige Chance, das Sägewerk zu besitzen oder respektierter Geschäftsmann zu werden. Um das zu schaffen, musst du deine Onkel komplett auszahlen. Danach wirst du kein Fremder mehr sein. Die Leute hier werden dich als einen von ihnen ansehen. Na, das ist ja schön. Rinde gelagert. Doch, hier Rinde. Ach, Sägespäne sind 0. Wo hole ich denn die Rinde her? Rinde gelagert sind 10.330. Aus der Rinde macht er, glaube ich, die Spanplatten. Aus der Rinde werden die Spanplatten gemacht. Warum macht er keine? Warum macht er keine Dings? Macht er auf jeden Fall nicht. Kraftstoff und Lager sind 4 Liter, das ist auch nichts mehr. Hühnerbesitz 20, bla 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 bla. Ja. Das können wir wieder umstellen. Das ist ja nur für die Teile, dass die aufgefangen werden, dahinter gemacht werden. Ja, dann lohnt sich das überhaupt nicht. Diesen Sägespänen. Kannst du auch Spanplatten machen. Aus dem ganzen Gedöns. Erstmal, bis wir dann wirklich mal einen größeren Anhänger oder sowas haben. Und damit rumkuschieren können. Und auch einen viel schnelleren Traktor. Ansonsten, ja. Seht ihr ja selbst, es dauert ewig, bis wir da mal ankommen. Und dahin gefahren sind. Naja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und lasst mir gerne eine Bewertung da in Form eines Likes, wenn ihr wollt. Und einen Kommentar. Es würde mich immer sehr, sehr freuen. Und ihr unterstützt mich damit auch sehr doll. Vielen, vielen Dank. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.